Hey Leute, willkommen zurück zu Shovel Knight, wahrscheinlich dem letzten Level, dem Tower of Fate. Und hier werden wir wohl der Verzauberin begegnen. Ich bin schon sehr gespannt. Die Great Eight waren ja schon super. Super schwer vor allem. Was ist hier los? Oh. Muss mich durchbomben, das ist ja nett. Warte mal, ich nehme schon mal die Unverwundbarkeit für den Fall, dass dort irgendwo Stacheln kommen. Kommen nicht. Bäh. Was ist hier los? Kann ich die wegboxen? Ja, kann ich. Alter. Sag mal, aber sonst geht's euch gut hier, ne? Nein, nein, nein. Oh ja, da geht's weiter. Oh, ich sehe schon, der Tower wird mir Spaß machen. Also auf eine andere Art und Weise wahrscheinlich. Sag mal, kannst du übertreiben, Dr. Wily? Okay. Sowas gefällt mir nicht, Leute. Wahrscheinlich hört das gleich irgendwo abrupt, ja. Es geht ja nicht anders, dass das irgendwann einfach aufhört, ne? Ich mag sowas nicht. Woher soll man denn wissen, wo es hier weitergeht? Ach so. Alles Licht an hier. Ich fühle mich nicht gut. Und ich traue mich hier nicht normal zu laufen, weil ich weiß, jeder Schritt könnte mein letzter sein, wenn ich gerade auslaufe. Das gefällt mir nicht. Gar nicht. Soll ich es mal riskieren? Nee, warte mal, gleich ist ein Loch da. Oh, man weiß ja nie, ne, was die da für fiese Sachen einbauen. Oh, guck mal, diesen Checkpoint kann ich nicht zerstören. Das ist wahrscheinlich schon mal so eine Aussage für sich. Oha. Da ist sie, die Verzauberin. Es ist eine wunderbare Nacht, ist es nicht? Shield Knight! Oh, sie ist es! Komm mit mir! Lass uns diesen Ort verlassen! Ah, wie traurig, sich an falsche Hoffnungen zu klammern, Geister zu jagen. Also? Bist du gekommen, mich zu töten, Ritter? Um deine Geliebte zu rächen? Sieh in meine Augen. Sieh, wie viel Angst ich habe. Sieh, wie ich mich niederkauere, wenn du dein Schwert ziehst. Ich brauche kein Schwert, um das Böse zu bekämpfen, Schildritter oder Shield Knight. Ich weiß, du bist nicht für immer verloren. Du hast nicht die leiseste Ahnung, wie du mich besiegen kannst, oder? Ich werde dich nicht aufhalten, also versuch's einfach, bitte. Lass uns tanzen bis in den Abgrund. Oh nein. Kann ich sie mit Feuer bekämpfen? Ja, kann ich. Oh, kann ich dich zurückwerfen, die Dinger? Oh nein. Oh, ja, ja. Ja, ist gut zu wissen. Krass, da kommt sie einfach mal und fletscht mich. Na komm, Süße. Oh. Na, ich hätte sie zurückwerfen sollen. Oh Gott, oh Gott. Ist das alles Instant Death oder was? Ich will es nicht hoffen, Leute. Kannst du dich mal bitte da unten irgendwie anders positionieren oder so? Ach so. Mach mal alles kaputt hier, ja? Ist gut. Alter, ich komme nicht mal so weit rüber hier. Ach so, und das macht das wieder ganz. Das ist schön von dir. Das ist schön, meine Liebe. Das ist super nett. Gleich habe ich dich, meine Liebe. Ah, triff sie doch. Nein! Was? Ich habe sie aber getroffen. Was passiert jetzt? Ich habe ein halbes Leben, obwohl ich eigentlich in den Abgrund gestürzt bin. Oh, sie wird zum Schildritter. Ich fasse es ja gar nicht. Was muss ich jetzt tun? Sie auffangen? Ich bin gar nicht mehr da. Ich bin tot. Ich habe das Spiel verbuggt, Leute. Ich habe es verbuggt. Glaube ich. Na gut, ich lade das nochmal. Ich kann jetzt nichts mehr. Ich kann weder ins Pausemenü noch sonst was.
So Leute, nochmal probieren. Ich bin eben wieder gestorben. Auch ein, zweimal bei diesen komischen Abschnitten, wo ich dann runter musste mit den Steinen. Fragt nicht. Warte mal, ich nehme wieder die Feuerbälle. Ich glaube, die eignen sich besser. Autsch. So mache ich ja wenigstens jetzt richtig Schaden, du. Ah, schade. Ah, ich werde mir auf jeden Fall den Winddolch nehmen, den Propeller-Dagger. Weil der doch schon sehr praktisch ist hier. Aua. Hat es nicht. So, jetzt warte ich kurz und mach sie wieder alles hin. Das finde ich nett von dir. Machst du das nochmal, Süße? Sehr nett. So kann man es nämlich ein bisschen ausnutzen, dass sie die Dinger immer wieder herstellt. So. Kannst du mal bitte sterben? Danke. So, Süße. Ich hoffe mal, jetzt verbuggt's nicht wieder. So wie eben. Oder war das gewollt, dass sie da auf dem Boden landet und sich dann nicht mehr bewegt und nichts mehr geht? Einfach gar nichts. Sag ja, ich hatte mich schon aufgelöst durch das Sterben. Bisschen komisch. Schildritter. Ich kann sie wieder auffangen, glaube ich. Ich hab dich. Meine Süße. Oh, du hast mich gefangen. Ah. Wenn ich das nur gewusst hätte, wäre ich früher gekommen. Du wusstest, dass ich immer noch hier bin, obwohl es hoffnungslos erschien. Du hast niemals aufgegeben. Also, du hast mich niemals aufgegeben. Ich werde dich niemals aufgeben. Ich werde dir bis ans Ende der Welt folgen. Ah, es sieht aus, als hättest du das. Was passiert? Oh nein! Als das Amulett zersprang, ging die Magie dieses Ortes verloren. Sie wurde freigesetzt. Sie sammelt sich schon. Wir müssen entkommen und sonst wird alles hier zusammenbrechen. Bis wir es aufhalten. Bis wir es aufhalten. Wir können es im Guten zerstören. Hier und jetzt. Aber wir sind beide zu schwach vom Kampf. Oh, ich war noch nie bereiter als jetzt. Noch nie bereiter. Noch nie mehr bereit als jetzt. Komm schon, Schaufelritter, lass uns zusammen kämpfen. Wie in guten alten Zeiten. Nun, bleibe bei mir. Oh oh. Oh oh. Oh, natürlich geht's noch weiter. Das ist die wahre Macht. Wie machen wir das? Kann ich auf dir springen oder so? Oh nein. Wie soll ich das denn machen? Ach, warte. Ich muss auf ihr springen und den Dingern dann ausweichen. Ja, beziehungsweise sie dann treffen, diese Hexe da oben. Kann ich die Dinger denn nicht zerstören? Nein! Oh Gott. Oh super, sie ist ja sehr brauchbar. Jawoll. Oh nö. Alter Schweden. Ich werde hier drauf gehen, aber sowas von. Das Timing ist richtig fies hier. Oh Gott, ich sterbe ja gleich. Wie? Ich kann nicht höher springen als so. Das geht doch nicht, Kinder. Komm hier. Mach mir wieder die Brücke. Wie soll ich das denn machen? Oh, ich habe hier gerade mal die Hälfte abgezogen. Wisst ihr, wie ich das jetzt ganz feige mache? Was heißt ganz feige? Oh, ich werde hier recovered. Das ist absolut fair. Ich mach das mit der Axt. Geht nicht? Mit dem what? Vielleicht mit dem... Nee, mit dem Horn geht's auch nicht. Krasse Sache. Nein, warum? Ich kann nicht so hoch springen an ihr. Das geht doch nicht. Leute, das geht nicht. Wie soll ich das machen? Ich kann nur einmal auf ihr hochspringen und das reicht nicht. Schildritter! Wir können es gemeinsam schaffen. Vielleicht mit dem Dolch oder so? Ich versuch's mal. Ich muss einfach nur ganz auf die Seite, dann kann ich dem gut ausweichen. Oh, warte. Nein! Och, Mann! Sie ist aber auch ein bisschen wenig hilfreich gerade, die gute Schildritterin. Au. Och, Mann. Das ist ein bisschen komisch, der Kampf hier. Ich glaube, hier kann ich viel besser treffen. Guck mal, wie soll ich denn das...
Er trifft es einfach nicht. Er trifft es einfach nicht. Guck mal, ich komme nicht an sie ran. Es geht nicht. Du alte Zippe. Was kann ich denn noch machen? Ich habe ja nichts außerdem. Vielleicht mit Feuerbällen? Nee, das geht auch nicht. Guck mal, ich komme nicht weiter hoch. Wie soll ich denn den Boss besiegeln? Mensch, komm. Ich probier's mal mit dem Dolch jetzt. Ja, das geht. Der Dolch ist gut, aber dann treffe ich sie nur ein paar Mal. Und dann wahrscheinlich wieder gar nicht. Nee, kannst du knicken. Jetzt bewegt sie sich auch noch hin und her. Macht's alles nicht gerade leichter, meine Liebe. Weh. Wir schaffen es gemeinsam. Hauptsache, ich treffe sie dreimal. Oh nein. Jetzt macht sie die Plattform kaputt, oder was? Nee. Das willst du nicht tun, meine Liebe. Wie soll ich das denn? Nee. Hauptsache einmal schaufeln, ne? Oh Gott. Ich glaube, hier brauche ich die Unverwundbar... Nee. Krass. Du könntest mir auch mal ein bisschen mehr helfen, meine Liebe. Weißt du das? Mach mal mehr mit deinem Schild hier. Lass uns mal mehr mit deinem Schild arbeiten, warte. Ach so, warte. Ich könnte ja gleich zweimal springen. Das wäre eine Idee, ne? Ah, okay. Ja, so wird das nicht... Jetzt ist hier runtergefallen. Wie soll ich da rauf? Sag mal, du bist lustig, meine Liebe. So, Hauptsache dreimal getroffen. Ich schaff das noch, Leute. Ich schaff das. Ach, warte mal, ich könnte ja auch öfter auf ihr springen eigentlich. Fällt mir gerade ein, auf dieser Troller da oben. Warte. Ach komm, der letzte Kelch, dann haben wir's. Dann haben wir's. Jawoll. Hab ich dich, du Ziege. Es ist vorbei, Schaufelritter. Dieser Ort fällt auseinander. Wir müssen hier raus. Lass uns gehen, ich kenne einen Pfad. Au. Bitte was? Schaufelritter, Schildritter! Schwarzer Ritter, danke, dass du hier bist. Der Schaufelritter ist verwundet. Wir müssen ihn rausschaffen. Nein, ich kann dich nicht zurücklassen. Wie willst du entkommen? Diese Magie ist zu stark. Ich kann's nicht aushalten. Nicht mehr länger. Lauf, ich kann sie blockieren und sonst wird es dich zerreißen. Ich bin so glücklich, dich zu sehen. Euch beide. Ein letztes Mal. Schildritter! Nee, geh und nimm Schildritter, rette ihn. Versprich mir, dass du ihn retten wirst. Oh Mann. Warum muss sie sich schon wieder opfern? Das ist gemein. Kein Happy End für uns. Wow, was ist hier los? Alles geht vor die Hunde, der Turm zerbricht, aber wir haben es gerettet, das Dorf. Das Land haben wir befreit vom Einfluss der Verzauberin. Yay, alle happy. Alle tot. Also ich tot und Schildritter wahrscheinlich. Na gut, ich werde leben, aber... Das war's? Pride Moorkeep, King Knight. Na gut, dann sehen wir jetzt leider schon den Abspann. Ach, vielleicht kommt ja am Ende noch was. Der rechtmäßige König kehrt zurück. Und er ist wütend, der King Knight. Trouble Pond, oh ja, guck mal, der tanzt. Ja, guck mal, der hat ja einen Hut in Form eines Apfels. Erkenne ich jetzt erst. Ich dachte immer, das ist eine Feder an so einem roten Samthut. Lass die Feier beginnen. Ja! Es ist so schön. Und die Alte tanzt wieder wie so eine Wahnsinnige. Der Lich Yard, Spectre Knight. Was auch immer hier solche Blitzfrösche machten, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Das Leben der Party. Oh, hast du nicht geschafft. Ist aber schade. Iron Whale, Treasure Knight.
Mit denen da, die schleppen alles raus, oder wie? Oh, die nehmen seine ganzen Schätze weg. Guck mal, der da. Oh. Ja, die ganzen Schätze wieder zurückgefordert. Oh. Der Arme. Er wollte doch nur Reichtum. Explodatorium Plague Knight. Den mochte ich ja gar nicht. Vor allem diese Viecher da. Mit ihren Bomben. Das ist für die Ziege. Aha. Advanced Potion Class. Fortgeschrittene Trankkunde. Lost City vom Mole Knight. Der war auch super. Irgendwie. Excavations and Expeditions. Expeditionen, um Schätze zu suchen. Ja, so feiern sie ihn. Sind sie alle wieder ihren rechtmäßigen Berufungen zugegangen, sozusagen. Die wandernden Wanderer. Reisenden. Aha. Warum auch immer ich die jetzt besiegen musste, verstehe ich nicht. Immer bereit für den Kampf. Der eine mit Preußenhelm da, mit der Spitze. Die Flugmaschine, der Propellerritter. Propeller Knight. Der war ja so ein bisschen... Ah, Hi-Tai-Tai, ne? Aha, living the life carefree. Das war so ein Frauenheld, oder was? Ich dachte, er ist das Gegenteil. Clockwork Tower, der Tinker Knight. Der ist immer noch am Arbeiten. Spielsachen für die Kinder. Ja, guck mal, so ein Roboter, wie er hatte, nur in Mini-Format. Und da fällt er wieder aufs Gesicht. Oh, der arme Kleine. Das gestrandete Schiff, der Polarritter. Der war auch cool. Mit seiner Schneeschaufel. Der einsame Wolf blickt einfach nur in die Ferne. So, bekommen wir jetzt noch ein Happy End, bitte? Oh, was... Ah, okay. Da legt ihn einfach ans Feuer. Oh, endlich in Sicherheit. Ich habe mein Versprechen gehalten, Schildritter. Ruh dich gut aus, Schaufelritter, bis wir uns wiedersehen. Oh Mann. Was ist mit Shield Knight? Kein Happy End. Wahrscheinlich, wenn wir alle Musiksheets sammeln, kommt dann was? Ja, Victory! Den Sieg haben wir errungen. Schade. Gut, Leute, ich lasse das noch ein bisschen laufen. Ihr könnt es euch ja angucken, die Musik genießen, ich will nicht so viel quatschen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich liebe diese Oldschool-Dinger. Da habe ich direkt wieder Bock, Mega Man und DuckTales und den ganzen NES-Kram zu spielen. Ah, schön, wirklich schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch das auch tat, lasst mir noch ein bisschen Liebe da zum Schluss. Ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was, so ein kleiner Outro-Boni, das vielleicht doch ein Happy End noch gibt. Naja, irgendwie war es ja schon happy, außer mit dem Shovel Knight. Der ist nicht happy geworden. Gut, liebe Leute, ich verabschiede mich. Ich bin der Bruger. Haut's rein und tschö, tschö.